Hallo Leute und willkommen hier bei Mia Parkett. Hier steht ja vor mir der Aston Martin DB7. Ja, den habe ich euch schon gezeigt. Wir haben ihn zusammengebaut, die tollen Features besprochen. Doch eine Sache fehlt mir hier dran noch total und das ist Beleuchtung. Denn Lego, ja, die nutzen ja diese Chance überhaupt gar nicht, diese echt teilweise sehr, sehr schönen Sets hier mit LED-Beleuchtung zu versehen, was der ganzen Geschichte nochmal extra Leben einhaucht. Aber dafür gibt es ja Dritthersteller, die kümmern sich dann drum. Und sowas schauen wir uns heute an, und zwar von Lighttailing. So heißt hier diese Firma, die das hier für den Aston Martin DB5, habe ich eben DB7 gesagt, für den DB5 herstellt. Und so sieht das Set aus. Wenn es dann zu euch kommt, kostet nicht die Welt. Ich habe, glaube ich, 12 Euro dafür bezahlt, kostenloser Versand. Dauert so 3 Wochen, dann hat man es aus China zu Hause. Und das wollen wir heute mal in den DB5 einbauen, damit er hier auch zu meinen anderen Creator-Sets passt. Denn die habe ich bis auf den Mustang auch schon alle beleuchtet. Schauen wir uns das mal im Detail an. Das ist also unser Kabelsalatbündel mit den verschiedenen LEDs. Hier kann man die Frontscheinwerfer schon sehen, die Blinkelichter und hier die Rücklichter sind schon mit dabei. Und wir haben auch noch, das ist das Ding hier, ja, die Innenraumbeleuchtung, die dann irgendwie oben an die Decke geklemmt wird. Und das Ganze hat hier einen normalen USB-Anschluss. Dann kann man es schön anschließen, verkabeln und dann sollte das richtig schick aussehen, so wie hier auf diesem Bild. Das hier ist die Anleitung. Hier sieht man auch schon andere Sets. Hier, den habe ich ja auch schon beleuchtet und hier so eine Millennium Falcon, auch eine schöne Sache. Und ich bin echt froh, dass hier eine Anleitung dabei ist. Das ist nicht immer der Fall bei solchen Sets. Und man sieht schon, da wird das hier detailliert beschrieben. Man muss natürlich das Set hier auseinanderbauen teilweise, um dann eben Steine auszutauschen, Teile auszutauschen, Kabel zu verlegen und. Das Ganze geht dann in leichten, hoffentlich, 83 Bauschritten, bis dann hier alles fertig ist. Und schaut mal her, ganz nett. Congratulations, your Lego Lightning Kit has been successfully installed. I am proud of you. Also, der Entwickler ist hier stolz auf uns, wenn wir es geschafft haben. Ja, heißt das vielleicht, dass es schwierig wird? Naja, wir schauen einfach mal. Ich lege gleich mal los, aber bevor ich hier groß umbaue, will ich erstmal sehen, ob hier auch alle Lichter funktionieren. Und dafür drösel ich das hier mal leicht auseinander und stecke es einfach mal hier in die Powerbank rein. Dann sollte hier doch sofort, jawohl, alles anfangen zu leuchten. Sehr schön, da haben wir es schon. Blinker leuchtet, Rücklicht leuchtet. Ja, hier die kleinen weißen leuchten. Die Innenraumbeleuchtung funktioniert auch. Und natürlich hier vorne noch unsere Scheinwerfer und ja, wo auch immer die hier hinkommen. Also, sieht alles tipptopp aus, alles funktioniert, alles leuchtet. Dann legen wir mal los mit dem Einbau hier in den Aston Martin. Bevor ich jetzt hier alles wieder zusammenbaue, schauen wir mal ganz genau hin, was ich hier umgebaut habe und was ich abnehmen musste. Also wir bauen jetzt eben einmal das Licht ein hier im Frontscheinwerfer und auch hier unten in dem kleinen Scheinwerfer, der sich ja in ein Maschinengewehr verwandeln kann oder umgestellt werden kann. Und dafür müssen wir einen Teil hier des Kotflügels abbauen. Das ist der Bereich hier, der normalerweise dort drauf sitzt. Der kommt runter, damit wir hier Zugriff haben. Einmal hier auf die Lampe und auch hier unten auf dieses Teil. Denn das lässt sich ja rausnehmen und kann rotiert werden. Und dort haben wir jetzt diesen Stein hier ersetzt. Also Moment, hier liegen die Teile. Also den haben wir ausgebaut und durch das Steinchen ersetzt, wo dann eben die LED drauf ist. Da kann man sie sehen und da dann die kleine Rundfliese drauf gebaut. Geschaut, dass hier die Kabelführung ordentlich läuft und dann kann man die wieder hier seitlich einstecken. Und dann kann man auch direkt schon mal sehen, dass man später darauf achten muss, dass wenn hier umgestellt wird, ne, auf diesen Maschinengewehrmodus, wenn hier umgeswitcht wird, dass dann immer noch hier die Kabel ordentlich laufen, dass die lange genug sind und dass es dort keine Komplikationen gibt. Ich drehe eben mal das Modell um, denn auf der anderen Seite bin ich ja schon fertig damit. Da kann man es sehen, hier vorne ist das schon umgebaut und so ist jetzt hier die LED draußen. Und wenn ich es dann drehe oder es wird dann mit dem Mechanismus gedreht, kommt dann das Maschinengewehr raus. Und genau das gleiche machen wir noch hier drüben. Hier die Lampe habe ich ebenfalls verkabelt und dann machen wir eine Kabelführung. Die kommt dann nämlich hier oben, kommen die Kabel dann raus, gehen einmal hier runter. Und dann klappt man das Ding in den Maschinengewehrmodus, da das Kabel etwas länger sein muss. Ihr seht, wie sich das hier bewegt, damit immer genug Kabelspiel da ist. Und dann verlegt man es einmal hier runter, löst diesen schwarzen Stein, führt es da unten durch, sodass es dann hier
im Endeffekt unten einmal rauskommt und kann dann später weiter nach hinten verlegt werden. Und dann baut man den Kotflügel wieder oben drüber. Und so an dem Punkt bin ich mittlerweile jetzt auch hier angekommen. Ihr seht, ich habe hier den Parabolspiegel auch schon verbaut. Jetzt wird das Kabel hier noch ordentlich einmal nach unten verlegt, Kotflügel wieder dran und dann wäre hier der vordere Bereich auch schon fertig. Und dann schauen wir mal weiter und das hier, das kann alles in die Ersatzteilkiste landen. Ja, also bis dato ging es eigentlich echt gut. Ich hoffe, es geht so weiter. Jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo es ein klein wenig kompliziert wird. Ihr seht schon hier die ganzen Kabel, die hier rumfliegen und ja, was hier alles abgebaut wird. Ich habe hier ein kleines Problemchen mit der Anleitung. Und zwar ist das folgendes, ich zeige es euch mal. Wir hatten ja vorhin gebaut bis hierhin, wo die Kabel hier unter die Kotflügel, unter den Unterboden kommen und dann hier weiter nach unten verlegt werden. Und irgendwie kann ich nicht erkennen, ja, wo die Kabel wieder rauskommen, ob die nach innen verlegt werden und da irgendwie hier durchkommen oder ob die einfach nur hier unten rumflattern. Auf jeden Fall, ich habe jetzt einfach mal so gebaut, wie ich mir das gedacht habe. Und zwar im ersten Schritt habe ich hier hinten die Heckklappe abgebaut und dieses Teilchen hier, ich zeige es euch mal, das ist das Element, also diese 1x2er Modified mit dieser kleinen Schiene dran, was ja die, die Hecköffnungsklappe oder der Griff hier für die Heckklappe sein soll. Das wurde ausgetauscht durch ein Teil mit LED, das ist dann die Kennzeichenbeleuchtung hinten und das ging auch noch sehr gut. Man kann hier schön sehen, wie hier das Kabel durchgelegt wurde. Einmal hier hinten rum vorbei und dann geht es hier unten in diese Platte rein. Das ist alles noch okay. Das war kein Problem. Dann ging es weiter zu den Rücklichtern. Die ersten habe ich hier schon wieder angebaut. Da könnt ihr das sehen. Und funktioniert hat das so. Die kann man ja so als Element abnehmen. Dann baut man hier einfach vorne diese ja transparenten bunten Fliesen und Steinchen einmal ab, da hinten liegen sie, und ersetzt die dann durch die mit Kabel. Ja, auch das ist noch kein Hexenwerk. Allerdings weiß ich jetzt nicht hier genau, wie das alles zusammengeführt werden soll, denn eine Sache wird ja noch verbaut, das ist hier die Innenraumbeleuchtung. Aber das muss ich jetzt irgendwie, weil es hier nicht richtig zu erkennen ist, das ärgert mich. Das muss ich jetzt hier irgendwie noch rausfinden, wie das hier richtig verlegt werden soll. Ich bin jetzt bei Bauschritt 56 oder na, besser gesagt hier bei 58 schon. Oder bei 60, ja 61. Ah, okay, jetzt sehe ich schon, hier wird gleich noch ein bisschen mehr von der Seitenverkleidung abgebaut. Und dann geht es hier in den Innenraum rein. Also ich hoffe mal, dass sich das logisch alles zusammenfügt. Aber ihr seht schon, ja, man muss ein bisschen Feinmotorik mitbringen und hier mit so kleinen dünnen Käbelchen geduldig dann hantieren können. Aber das wird schon. Ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Dann mache ich mal weiter. Heieieiei, also das ist hier echt gar nicht so einfach, Leute. Ihr seht, wie weit ich gekommen bin. Ich habe hier die Rücklichter jetzt dran, aber bin hier mit dieser Kabelführung noch alles andere als zufrieden. Da sieht man einfach noch viel zu viel. Da muss ich ja später nochmal ran. Noch schlimmer hier auf der Seite. Aber zumindest habe ich die Kabel hier jetzt mal durchgeleitet. Und zwar, sie sind ja hier auf dem unter dem Unterboden. Und ich habe sie dann hier durch den Radkasten durchgesteckt. Da musste ich hier die Seitenteile abnehmen, das Teil abnehmen, sodass die Kabel dann einmal, hier kann man es sehen, hier rauskommen. Und dann, ja, hier muss ich nochmal Hand anlegen. Auf jeden Fall gehen sie auf beiden Seiten durch die Radkästen, kommen dann hier auch nochmal raus und gehen dann hier zu den Rücklichtern. Jetzt bin ich allerdings erstmal dabei. Hier, ach, hier hängt auch immer noch das Kabel mit der Heckklappe. Das ist schon ein bisschen fragil hier. Jetzt bin ich noch dabei, hier die Innenraumbeleuchtung anzubringen. So, und wenn die dann dran ist, man muss echt schauen, dass hier nicht alles auseinanderpurzelt, dann ja, mache ich das mit den Kabeln nochmal schön und schick und dann sieht es hoffentlich auch hier wieder ordentlich aus. So, für die Innenraumbeleuchtung habe ich einmal, ja, hier kann man ja wegklappen, das Teil einmal nach hinten geklappt, hier für den Schleudersitz und dann das komplette restliche Dach einmal abgenommen. Und jetzt sehen wir hier in der Anleitung, dass wir hier ein Teil ersetzen sollen und das ist dieses hier, denn da wird dann einfach als Ersatz unser Teil angebracht hier mit den drei LEDs
Das sollte doch einfach funktionieren und dann kann das Dach wieder drauf. Hier wird noch ein bisschen gezeigt, wie das Kabel dann richtig durchgeführt wird, wo es festgeklemmt wird und dann ja, Deckel drauf und dann wird schon wieder alles auseinandergebaut. Heieiei. Also bisher der schwierigste Bau für diese ganze Beleuchtung liegt vielleicht auch daran, dass das Modell hier ein wenig komplexer ist wie ja da hinten die anderen Modelle. Denn wir haben ja hier eine Menge an Features und Mechaniken dabei. Das Dach bewegt sich, hier dreht sich was, da geht was hoch, hier dreht sich was. Vielleicht liegt es ja daran. Also man braucht hier ein bisschen Geduld, Fingerspitzengefühl, aber jetzt mache ich nochmal hier das Teil dran und mache alles schick. Und danach testen wir. Fertig, er ist fertig, Gott sei Dank. Also das war jetzt hier eine richtige Fummelarbeit, Freunde. Also der Aston Martin ist nicht ohne hier bei dem LED-Einbau. Hier sind nochmal alle Teile, die ich ausgebaut habe. Frontscheinwerfer, die kleinen Lichter von vorne. Hier der Griff der Heckklappe und natürlich die kleinen Steinchen der Rückleuchten. Und ja, ihr seht, er sitzt wieder, es sitzt wieder alles an seinem Platz. Man erkennt ja auch gar nicht, dass hier groß LED eingebaut wurde, außer dass hier hinten natürlich ja der USB-Anschluss rauskommt. Und hier hinten an den ja etwas leider nicht zu vermeidenden Kabeln, die hier zu sehen sind, einmal auf der Seite und natürlich auf der anderen Seite dann dementsprechend auch. Aber wir wollen jetzt erstmal wissen, funktioniert denn hier auch alles? Deswegen, ich stelle die Kamera mal hier vorne hin. Dann könnt ihr gleich sehen, ob es anfängt zu leuchten oder nicht. Ich schließe mal hier an die USB-Quelle an und jawohl, ihr seht schon, er leuchtet. Und er leuchtet richtig schön. Also wir sehen, die Frontscheinwerfer sind am Leuchten. Allerdings, ja, Moment, ich muss die Lichter mal eben nach vorne kippen. Zack, da sind sie. Und dann sind auch die anderen Lichter hier am Leuchten. Und man sieht, der Mechanismus, der funktioniert auch immer noch, wollte ich sagen. Er ist ein bisschen schwergängig gerade. Aber er funktioniert generell hier. Ja, Maschinengewehr und die normalen Lampen. Also den letzten Millimeter muss ich da nochmal hochdrücken. Aber ja, sieht doch ganz nett aus. Und wo hier schon mal die Tür offen ist, könnt ihr auch sehen, dass die Innenraumbeleuchtung ebenfalls funktioniert. Ich kipp das mal ein bisschen. Da hinten seht ihr, wo die LED angebracht ist. Ich mache mal hier oben eben das Verdeck auf. Da kann man es vielleicht, nee, da kann man es nicht wirklich sehen. Aber da hinten, dort könnt ihr das sehen. Das Kabel für diese Beleuchtung ist übrigens jetzt hier durchgeleitet worden und liegt hier unten drunter. Man kann es vielleicht minimal erahnen, geht hier unten drunter durch. Hier hinten könnt ihr es sehen, da geht es raus, einmal hier hinter den Kotflügel und in den Kofferraum rein. Und ja, genau da werden wir auch gleich mal reinschauen. Aber zuerst gibt es nochmal die Heckansicht. Also ihr seht, auch alles leuchtet hier, Kennzeichenbeleuchtung und natürlich auch die Hecklampen. Ja, er sieht auf jeden Fall schön und nett aus. Gleich schauen wir nochmal im Dunkeln nach, aber ich mache mal hier den Kofferraum auf. Und dort sehen wir, ja, hier kommen doch Kabel raus und da hinten, ich habe sie ein bisschen hier drin versteckt, sieht man sie nicht mehr so gut, da gehen die Kabel auch wieder rein. Jetzt ist natürlich hier die Frage, funktioniert denn auch noch alles? Ihr habt gesehen, vorne, das funktioniert noch wunderbar. Wie sieht es denn mit dem Schleudersitz aus? Also ich ziehe mal, Moment, ein bisschen locker machen, ich ziehe mal hinten dran und Klappe geht auf und jo, Schleudersitz kommt rausgeschleudert. So, ich lasse den mal eben draußen, Klappe wieder zu. Das funktioniert noch und wir können ja noch hier hinten, ja, diese Wand hochfahren, diese Schutzwand. Und dann wollen wir doch mal schauen. Ja, auch die funktioniert noch. Ja, ein bisschen hakeliger allerdings wie zuvor. Also vom Prinzip her funktioniert sie noch, aber das ist schon ein bisschen hakelig. Liegt vielleicht auch daran, da kommt Kabel raus. Verdammt. Da muss ich nochmal schauen, dass ich das Kabel etwas anders verlege. Aber ja, im Prinzip, es funktioniert noch alles soweit. So, jetzt machen wir mal etwas dunkel. Und dann könnt ihr ihn nochmal hier in etwas dunklerer Umgebung sehen. Die Innenraumbeleuchtung, die ist richtig hell. Ich mache mal die Klappe auf. Da seht ihr es. Da kann man alles jetzt wunderbar erkennen. Und dann einmal die Rückleuchten und die Kennzeichen. Die Kennzeichenbeleuchtung, die finde ich richtig schön. Aber hier ist noch ein bisschen locker. Kurz zusammendrücken. So, also die finde ich ja mal richtig schön. Funktioniert auch gut. Kennzeichen kann man ja hier drehen. Wunderbar. Und dann natürlich hier die Rücklichter. Sehr schön. Und nochmal von vorne die vorderen Lichter. Schön. Also
jedes Modell, jedes Lego-Automodell gewinnt einfach total, wenn LED eingebaut wird. Naja, das gilt eigentlich für die meisten Lego-Modelle. Ist immer eine tolle Sache, aber lasst euch soweit gewarnt sein. Das ist hier eine fummelige Angelegenheit und nicht in 10 Minuten erledigt. Es sei denn, ich habe mich hier extra ungeschickt angestellt. Glaube ich aber nicht. Und hier unten, hier leuchtet es auch noch ein bisschen durch von der Innenraumbeleuchtung. Ach und hier, ja, ihr seht, ich habe hier den Kabelsalat ein bisschen versteckt noch mit ein paar extra Platten, weil ich habe es nicht ganz so sauber hier hinbekommen. Aber jetzt kann man nicht meckern, oder? Da hängt wenig Kabel rum. Alles wunderbar. Also, wenn auch ihr Lust habt, hier euren Aston Martin mal ein bisschen zu beleuchten, ich verlinke euch dieses Set hier in der Videobeschreibung. Kostet nicht viel Geld, kommt direkt aus China und nach 3 Wochen könnt ihr das auch einbauen und habt ein richtig, richtig tolles Display-Set. Also Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Miapa Cat. Macht's gut!